Herzlich willkommen zum Tag des offenen Denkmals, zur Online-Webkonferenz der DB Netz, Regionalbereich Südost. Wir melden uns heute aus der Zentrale in Leipzig. Wir haben Sie eingeladen, ja, am Tag des offenen Denkmals teilzunehmen in einer für uns alle völlig ungewohnten Form. Wir sitzen in einem Konferenzraum. Wir sind nicht am Chemnitzer Viadukt. Wir sind nicht unter dem ingenieurstechnisch bedeutsamen Denkmal. Corona-bedingt, Sie wissen das, was alles für Einschränkungen sind, aber gleichwohl haben wir für Sie eine Präsentation vorbereitet, einen Einblick, Ausblick auf das Denkmal, und wir haben uns auch einen Gast ins Studio geholt, Sandra Pfestein. Sie ist die leitende Ingenieurin, die dieses Bauwerk dann auch in der Ertüchtigung begleiten wird und die Ertüchtigung des Chemnitzer Bahnbogens seit Jahren schon begleitet. Sie wird uns gleich durch diese Präsentation führen. Für Sie noch als technischen Hinweis, wie das hier ablaufen wird. Wichtig ist, bitte schalten Sie den Ton an. Dazu bitte auf das Lautsprechersymbol klicken. Der Livestream, den wir hier zeigen, der startet immer ohne Ton. Sie können sich beim Chat anmelden, unten in diesem Fenster, und da in dem Chat auch die Fragen eingeben oder uns auch Hinweise geben, auf die wir uns natürlich freuen. Vor allen Dingen freuen wir uns auf Ihre Fragen, die wir gerne im Anschluss, beziehungsweise Frau Pfestein im Anschluss, beantworten wird. Wenn Sie jetzt statt des Chatpunktes grauen Grund sehen, dann laden Sie die Taste neu. Das geht bei den meisten Computern, indem man die Taste F5 bedient. Sie hören immer noch nichts. Ich zeige da mal mit dem Cursor auf, falls Sie mich nicht hören. Dann kontrollieren Sie bitte die Einstellung Ihres Rechners oder nutzen Sie auch ein Handy. Und wichtig ist, nutzen Sie die aktuellen Internetbrowser Chrome, Edge oder Safari. Und weiter unten auf der Seite finden Sie auch Hilfe. Ja, wir haben zwei Veranstaltungstermine, heute von 10 bis 11.30 Uhr und dann am Nachmittag nochmal von 16 bis 17.30 Uhr. Also Sie sind herzlich eingeladen, uns in der Präsentation zu folgen, uns virtuell unter das Chemnitzer Viadukt zu folgen und natürlich gerne Ihre Fragen auch zu stellen, die wir dann im Anschluss auch beantworten werden. Und beantworten wird sich Sandra Pfestein. Sie ist, wir haben es geschrieben, gebürtige Karl-Marx-Städterin, also gebürtige Chemnitzerin, und sie ist verantwortliche Projektingenieurin für das Chemnitzer Viadukt. Sie sagt selber von sich, dass sie ein solches Projekt in ihrem Leben wohl auch nur einmal wird betreuen dürfen, und sie freut sich schon A, auf diese Herausforderung, B, aber auch auf die Präsentation und auf den Tag des offenen Denkmals heute hier in dieser Webkonferenz. Was werden wir heute mit Ihnen gemeinsam durchgehen? Wir schauen auf den Chemnitzer Bahnbogen und wir werden natürlich etwas intensiver auf das Chemnitzer Viadukt eingehen, denn heute ist Tag des Denkmals und das Chemnitzer Viadukt ist ja entsprechend denkmalpflegerisch auch zu erhalten. Der Chemnitzer Bahnbogen, das ist vielen von Ihnen auch schon ein Begriff, und da wird uns jetzt die Details schon Frau Pfestein erläutern. Bitte schön, Frau Pfestein. Ja, das Chemnitzer Viadukt ist Bestandteil des Chemnitzer Bahnbogens, und der Chemnitzer Bahnbogen ist wiederum Bestandteil der Sachsen-Franken-Magistrale. Die Bahnstrecke besitzt eine große industrielle Bedeutung, gerade in der Historie im Bereich Freiberg, Chemnitz, Zwickau, in den Wirtschaftszweigen der Stahlindustrie oder im Kohleabbau war das eine sehr bedeutende Strecke. Sie sehen hier an der Skizze zwischen Dresden und Zwickau ist der Chemnitzer Bahnbogen die derzeit einzige im Bau befindliche Maßnahme. Die grün dargestellten Bereiche sind bereits abgeschlossen in ihrer Modernisierung. Und die hier dargestellten blauen Bereiche Dresden-Altstadt und ESTW Zwickau befinden sich derzeit in der Vorplanung. Der Planungsprozess ist ein über mehrere Jahre andauernder Prozess. Wir gehen davon aus, dass wir nach Fertigstellung des Chemnitzer Viaduktes dann dort in diesen Bereichen auch angreifen werden. Hier sehen Sie einen Ausschnitt des Chemnitzer Bahnbogens aus der Sachsen-Franken-Magistrale. Schön zu erkennen, dass der Name
Bogen auch tatsächlich Realität hat. Die Planfeststellung, die wir im Jahr 2018 erhielten, das Planrecht hat uns zu der Entscheidung gedrängt, die Baumaßnahme zu teilen in einen ersten Bauabschnitt, hier grün dargestellt, der jetzt bereits im Bau sich befindet, und blau dargestellt den Bereich des zweiten Bauabschnittes, der sich derzeit in Planung befindet. Dieses blaue Stück ist das Chemnitzer Viadukt, für das wir mit dem Planrecht 2018 die Auflage erhielten, eine Planung zu erstellen, die eine Ertüchtigung vorsieht unter der Berücksichtigung des Denkmalschutzcharakters. Ja, im Zuge des Chemnitzer Bahnbogens werden, Sie können es ja selbst lesen, 4 Brücken durch Ersatzneubauten hergestellt. Es sind Haltepunkte zu bauen oder neu zu bauen. Es sind die ganzen schienentechnischen Anforderungen zu rekonstruieren, sprich Schiene, Schotter, Schwelle. Sie können es ja selbst nachlesen. Die Chemnitzer selbst haben bereits vom Bauvorhaben Kenntnis genommen. Ich möchte Sie kurz mitnehmen auf eine Reise zu Geschichten und Fakten zum Chemnitzer Viadukt, um hier einen Einstieg zum Projekt zu erreichen. Wie vorhin bereits angedeutet, ist die Bahnstrecke historisch gewachsen und mit der sogenannten Kohlebahn zwischen Chemnitz und Zwickau eine sehr bedeutende Strecke in der Historie gewesen. Zu diesem Zeitpunkt überquerte das Tal noch eine Steinbogenbrücke, wie sie hier im oberen Bild noch rudimentär zu erkennen ist. Ansonsten lief der Chemnitzer Bahnbogen zu diesem Zeitpunkt noch nicht kreuzungsfrei über die Straßen. Das heißt, die anderen Brücken existierten zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Gegen 1890 gab es einen ersten Projektvorschlag für die Höherlegung der Strecke, sprich eine Herstellung der Kreuzungsfreiheit. Und es gab erste Planungen für die Neuerrichtung des Viaduktes aus Stahl. 1908 wurde dann die Gesamtfertigstellung des Viaduktes erreicht. Und zwar hat man zunächst neben das Steinviadukt eine zweigleisige Bahnstrecke gebaut, also den zweigleisigen Überbau des Viaduktes. Danach hat man das Steinviadukt abgebrochen. Dieses Bild ist gerade aus diesem Zeitraum des Abbruches und hat nach Abbruch des Steinviaduktes die beiden anderen Überbauten errichtet. Zu dieser Zeit war die Strecke viergleisig in Betrieb. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dann 2 Gleise über einen größeren Bereich zurückgebaut. Hier ein kurzer zeitlicher Ablauf zum Projekt. Sie sehen nochmal den bereits erwähnten für uns Baustart mit Vorlage des Baurechtes in 2018, dann die Realisierung des gezeigten ersten Bauabschnittes, und hier können Sie jetzt erkennen, dass mit Fertigstellung des ersten Bauabschnitts, das war der vorhin grün dargelegte Abschnitt, sofort mit dem Bau des Viaduktes begonnen werden soll. So sehen die jetzigen Planungen aus. Und in 2025 wollen wir den Chemnitzer Bahnbogen inklusive des Chemnitzer Viaduktes gesamt fertigstellen. Ja, das Markanteste des Viaduktes ist sicher der Bogenbereich. Und zwar hat die Brücke 2 Fachwerkbögen, einmal über den Fluss Chemnitz und einmal über die Bäckerstraße. Ansonsten hat die Brücke noch 10 Trägerfelder, teils Durchlaufträgerfelder.
Sie können es hier selbst lesen. Insgesamt ist die Brücke ca. 275 Meter lang. Wir beschäftigen uns bei der Ertüchtigung mit einem Austausch von über 10.000 Nieten. Nur mal, dass Sie eine Vorstellung von dem erhalten, was hier auf uns zukommen wird. Aber auch ca. 33.000 Quadratmeter Korrosionsschutz sind neu zu machen. Ja, wir hatten dazu, weil ja die Diskussion um den Erhalt des Chemnitzer Viaduktes zuletzt auch an Fahrt aufgenommen hatte und bei einer Ertüchtigung des Bauwerkes sicherlich viele Kompromisse zu schließen sind zwischen dem, was historisch verlangt wird, was denkmaltechnisch verlangt wird, was aber auch die aktuellen Vorschriften und Vorgaben sind für die Ertüchtigung eines solchen Bauwerkes, hat die Bahn sich damals entschieden, einen sogenannten Fachbeirat zu berufen. In diesem Fachbeirat waren Experten versammelt aus Stahl- und Brückenbau, Vertreter der Chemnitzer Behörden, der Denkmalschutzbehörden, aber auch der Zivilgesellschaft, also zum Beispiel auch der Viaduktverein, war dabei. Und der Fachbeirat hatte die folgende Prämissen, die Sie auch hier lesen können, in seinen insgesamt 5 Sitzungen, wie die betrieblichen, die technischen, die gesetzlichen Vorgaben so umzusetzen sind, dass eine moderne, effiziente und leistungsfähige Schieneninfrastruktur möglich ist. Denn das ist die Voraussetzung für eine grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit einer Planänderung. Und natürlich auch gleichzeitig, wie die denkmalpflegerischen Aspekte bei der Ertüchtigung dieses Bauwerkes bestmöglich berücksichtigt werden können. Das waren ja wesentliche Vorgaben, die kamen aus der Planfeststellung des Eisenbahnbundesamtes aus dem Jahr 2018. Und als drittes, weil man ja auch die Diskussionen um das Denkmal auch gut noch im Ohr hatte, wie kann man die größtmögliche Akzeptanz für die notwendige Planänderung bei der lokalen, bei der regionalen Bevölkerung in und um Chemnitz erreichen. Es standen wesentliche Fragen dann auf der Tagesordnung, zu die der Fachbeirat dann auch Lösungen finden musste. Also wie wird zum Beispiel dieses Viadukt grundhaft erneuert und vor allen Dingen für die weiteren Jahrzehnte der Nutzung auch ertüchtigt? Und wie kann man gleichzeitig möglichst viel historische Bausubstanz erhalten? Das war eine der wesentlichen Fragen. Und daran schlossen sich dann etliche andere an, wie zum Beispiel, dass ja nach den Vorschriften eine Lärmschutzwand auf dem Viadukt oder auf Teilen des Viaduktes notwendig gewesen wäre. Und das war ein großer Wunsch der Denkmalschützer, aber auch natürlich der Stadt Chemnitz und auch des Viaduktvereins, dass man auf diese Lärmschutzwand verzichten möge. Und dann natürlich auch die Frage, wenn man denn auf diesen Lärmschutz verzichtet, wie kann man das organisieren und wie wird das Denkmal hinterher aussehen, wenn man da eine Lösung findet? Und werden denn zum Beispiel neu eingebaute Teile sichtbar sein oder können die auch versteckt werden? Eine Frage, über die auch lange diskutiert worden ist, bei diesem Fachbeirat, den ich über viele Sitzungen begleitet habe, wie nah kommt denn der Farbton, der ursprünglich mal an diesem Viadukt angebracht gewesen war, wie nah kommt er denn mit den bei der Deutschen Bahn zugelassenen Fragen? Das waren also alles durchaus auch Detailfragen, mit denen sich der Fachbeirat in vielen intensiven Sitzungen ausgetauscht hat, fachlich ausgetauscht hat und dann hinterher auch Kompromisse gefunden hat, die dann in die Planänderung eingeflossen sind. Und die stellt uns jetzt wieder Frau Christein vor. Ja, wie eben angedeutet, wurde die Brücke vor vielen Jahren einer statischen Nachrechnung unterzogen. Und dies hat ergeben, dass einige Bauteile stark überlastet sind. Und da geht es um sicherheitsrelevante, tragende Bauteile, sodass wir seit vielen Jahren nur noch mit reduzierter Belastung, sprich mit reduzierter Gebrauchstauglichkeit über die Brücke fahren können. Das war im Prinzip die Grundsatzaufgabe, der wir uns hier stellen mussten, weil wir ja dem Bahnverkehr eine voll zu belastende Brücke zur Verfügung stellen müssen. Erste Untersuchungen beim Erhalt dieses Denkmals haben ergeben, dass ein Schotterbett auf dem vorhandenen Stahl rechnerisch Lärmschutzwände auf dem Viadukt erforderlich gemacht hätten.
Dies ist jedoch nicht vereinbar gewesen mit dem Denkmalcharakter. Ingenieure haben dann überlegt, wie das Problem zu lösen sei. Und schlussendlich hat man sich im Fachbeirat nicht zuletzt darauf verständigt, die Brücke mit einem Schotterbett auf einer massiven Stahlbetonplatte zu versehen. Und dies gibt die Möglichkeit, auf Lärmschutzwände auf dem Viadukt zu verzichten. Im Ergebnis muss man dabei sagen, dass die bereits eh schon überlasteten Durchlaufträger dieser Brücke natürlich dann eine weitere zusätzliche Gewichtsbelastung erfahren. Das möchte ich Ihnen kurz auf der nächsten Folie erläutern. Hier sehen Sie mal einen Querschnitt durch den Balkenbereich und die bereits angesprochenen mittleren Träger werden aufgrund der massiven Überlastung ausgetauscht. Das heißt, die hier gelb dargestellten Bauteile werden aus dem historischen Bauwerk entfernt werden müssen und durch neue Bauteile, Sie sehen hier grün, relativ schlank, die neuen Träger ersetzt werden. Darauf wird im Prinzip für den befahrenen Bereich, die mittleren Überbauten, diese Stahlbetonwanne aufgebracht, als Stahlbetonfahrplatte, auf der ganz herkömmlich das Schotterbett aufgebracht wird. Die äußeren Überbauten, hier schwarz dargestellt, werden natürlich auch ertüchtigt, aber sie können im Prinzip so erhalten bleiben, weitestgehend, weil die Verkehrslasten nicht mehr auf diesen Überbauten lagern werden. Man sieht von außen, wenn man die Brücke betrachtet, im zukünftigen Zustand historischen Bauteile, da sich, wie Sie hier erkennen können, die neuen, hier grün dargestellten Träger in der Mitte, die grün dargestellten Träger, flacher sind und sich dadurch den historischen Bauteilen mehr zurücknehmen. Man sieht also von der Seite nur die historischen Bauteile. Das war ein wesentlicher Punkt, den wir hier herausgearbeitet haben. Die äußeren Überbauten werden im Prinzip als Rettungswege genutzt oder für verschiedene Kabelwege weiterhin genutzt. Ja, hier sehen Sie mal schematisch dargestellt das Herauslösen der auszubauenden Bauteile. Die Buckelbleche werden im Prinzip ausgebaut auf diesen Durchlaufträgern und die hier gelb dargestellten mittleren Durchlaufträger einschließlich der Windverbände werden entfernt werden müssen und durch neue Träger ersetzt werden, auf die dann die Stahlbetonplatte aufgebracht wird. Ja, als nächste Aufgabe stand natürlich, dass wir uns ja nicht nur den neuen Bauteilen widmen können, sondern die Aufgabe war ja ganz vordergründig, so viel wie möglich historische Bausubstanz zu erhalten. Und ja, unten angefangen an der Brücke sieht man, dass die Fundamente auch oberflächliche Schädigungen erhalten haben über den Lauf der Zeit. Wir reden hier ja von einer doch recht langen Lebenszeit dieser Brücke und die geht natürlich nicht spurlos an so einem Bauwerk vorbei. Hier werden wir uns in Sachen Oberflächensanierung der Fundamente widmen, aber auch an den Bogenfundamenten müssen unterirdisch die Fundamente verstärkt und ertüchtigt werden. Hier sind wir planungsseitig gerade dabei, die optimalen Lösungen herauszuarbeiten. Ja, auch Korrosion geht an so einem alten Bauwerk nicht vorbei. Wir haben hier diffizile Bereiche mit Spaltkorrosion, denen wir uns während der Ertüchtigungsmaßnahme widmen müssen. Da gibt es spezielle Verfahren, wie wir damit umgehen. Schlussendlich werden Sie irgendwann das Bauwerk in einem recht verhüllten Zustand antreffen. In diesem Zustand wird sukzessive die Altbeschichtung abgetragen und
lagenweise durch eine Neubeschichtung ersetzt. Stahlteile, deren Substanz so geschädigt ist durch die jahrzehntelange Korrosion, müssen ersetzt werden. Auch hier gibt es ganz detaillierte Zustandsfeststellungen bereits, dass wir hier die Abschätzungen treffen können. Die derzeitige Planung sieht vor, dass wir die Originallager unter den beizubehaltenden Überbauten, aber auch unter den neuen Durchlaufträgern erhalten möchten. Hierfür wird es in Kürze noch eine Untersuchung im Vorfeld der Ausschreibung geben. Das heißt, man wird zum Beispiel mittels Ultraschalluntersuchung die innere Situation der Lager untersuchen können, sodass wir abschätzen können, welche der Lager technisch noch in der Lage sind, die nächsten 80 Jahre die Brückenlast zu tragen oder welche Lager tatsächlich nachgebaut und durch neues Material ersetzt werden müssen. Ja, vor allen Dingen in Bereichen zwischen der Bäckerstraße und dem Niederlager Werdau hat der erhebliche Pflanzenbewuchs massiven Schaden an der Stahlkonstruktion verursacht. Sie sehen es hier selbst auf den Bildern. Diesen Bereichen müssen wir uns natürlich intensiv widmen. Nicht zuletzt ist dies ein Punkt, weswegen es auch im Zuge der Fertigstellung dieser Maßnahme unter dem Viadukt dann ein Pflaster anzutreffen wird, weil eben genau dieser Baumbestand, dieser Pflanzenbestand eine schädliche Wirkung auf den Korrosionsschutz des Stahles ausübt. Ein weiteres Thema, dem wir uns im letzten Jahr massiv gewidmet haben, sind die historischen Geländer. Grundsätzlich entsprechen diese hier dargestellten Holmgeländer nicht mehr den aktuellen Vorschriften. Rettungswege dürfen nicht mehr mit solchen Holmgeländern ausgestattet werden. Deshalb haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir mit dem Erhalt des Geländers umgehen können. Hinzu kam erschwerend, dass ein Großteil der Geländerpfosten auf oberkante Verankerung abgebrochen ist oder abgerissen, abgeschert ist, sodass hier zum Bau des Viaduktes ja ein gewissermaßen systematischer Fehler vorlag, dem wir jetzt uns stellen müssen. Die Planung sieht im Moment so vor, dass wir versuchen, so viel wie möglich originale Bausubstanz des Geländers zu erhalten. Diese Geländerteile sollen aufgearbeitet werden und vor ein technisch erforderliches Geländer davor geblendet werden. Und zwar findet das auf der Stadtseite der Brücke statt. Das heißt, das technische Geländer wird hinter die Pfosten gesetzt und durch eine dünne Drahtausfachung werden wir der Vorschrift gerecht, dass wir im Prinzip dieses Holmgeländer ausfachen und ein Übersteigen des Holmgeländers nicht möglich ist. Auf der Landseite werden wir aufgrund dessen, dass so viel Material, Originalmaterial nicht zur Verfügung steht, wer die Brücke genauer kennt, weiß, dass viele historische Pfosten schon durch Behelfspfosten zwischenzeitlich ersetzt wurden im Laufe der Zeit. Deshalb werden wir auf der Landseite versuchen, die Originalgeländerpfosten nachzugießen und das Originalgeländer aus neuem Material herstellen, welches ebenfalls solch eine Drahtausfachung erhalten werden wird. Ein weiterer, ich will mal sagen, Feind der Brücke sind die Vogelkotablagerungen, die wir gerade in dem Bereich der Fachwerkbögen zuhauf antreffen. Also wer sich des Öfteren mal unter der Brücke aufhält, das ist also schon ein Tauben-Eldorado.
Der Vogelkot ist stark schädigend für den Korrosionsschutz, sodass wir hier im Fachbeirat auch Lösungen besprechen mussten, wie eine Vernetzung, wie ein Vogeleinflugschutz an dieser Brücke aussehen könnte. Auch dazu gab es Abstimmungen mit dem Denkmalamt. Wir werden im Prinzip im Bereich der Durchlaufträger Gitterroste einbauen, hier mal als graue Fläche dargestellt, die zum einen als Dienstgehweg zur Besichtigung der Träger dienen, aber eben auch gleich als Vogeleinflugschutz dienen. Im Bereich der Bögen werden wir mit schwarzen Vernetzungen arbeiten, ähnlich wie Sie es in der Fensterfliegengage kennen. Das ist natürlich durchblickend, also deswegen ist das Denkmal trotzdem noch in seiner Größe und Schönheit zu sehen. Im Widerlagerbereich werden wir uns ähnlich der hier dargestellten Konstruktion behelfen. Das Material hierbei steht aber noch nicht fest. Wir müssen auch immer daran denken, wir müssen vandalismussicher arbeiten. Nicht alle Bürger schätzen und achten diese Bauwerke. Und das sind Dinge, denen wir uns in der Planungsphase widmen müssen. Ja, wie bereits vorhin durch Herrn Grafen angesprochen, war ebenfalls ein nicht unerheblicher, ich möchte bald sagen, unerhebliche Forschungsaufgabe im Zuge der Entwurfsplanung dieser Brücke, dass wir den Originalbefund über das Landesamt für Denkmalpflege herausgearbeitet hatten lassen. Das stellt sich in diesem sehr hellen Blau dar. Dieser sehr helle Blauton ist jedoch nicht mit den DB-Farben erreichbar. DB-Farben daher, sie haben einen Eisenglimmeranteil als Bestandteil. Dieser Eisenglimmeranteil hat nochmal den Effekt, nicht dass die Farbe glimmert und glänzt. Sie sehen es hier an dem linken Bild. Da glänzt nichts mehr. Die ist schon etwas länger aufgetragen gewesen. Aber dieser Eisenglimmeranteil, der bringt eine zusätzliche Dauerhaftigkeit dieses Korrosionsschutzes mit sich, sodass wir hier einen größeren Schutz der Stahlkonstruktion bewirken. Schlussendlich hat sich der Fachbeirat für den kräftigeren blauen Ton entschieden. Und mit dieser Farbe wird im Prinzip das Viadukt ganzheitlich im Endzustand beschichtet. Herzlichen Dank, Frau Küstern. Ja, vom Fazit her, kurzer Ausflug aufs und unter das Viadukt zu den, sag mal, entscheidenden Themen, die im Fachbeirat besprochen worden sind, aber die auch in den nächsten Jahren bei der Ertüchtigung des Bauwerkes, wenn denn die Planänderung so genehmigt wird, entscheidend sind. Wichtig also war für die Projektingenieure, die die Planänderung ausgearbeitet haben, Sicherheit, Nachhaltigkeit, Effizienz herzustellen, also dass alle betrieblichen, alle technischen, alle gesetzlichen Vorgaben an eine moderne Schieneninfrastruktur erfüllt werden und dass natürlich auch der Denkmalcharakter erhalten bleibt, dass so gut wie es eben geht, so weit wie es eben geht, diese denkmalpflegerischen Aspekte berücksichtigt werden. Frau Küstern hat es etwas näher auch erläutert. Die wichtigste Frage war, oder eine der wichtigsten Fragen war, die Lärmschutzwand auf dem Viadukt zu verhindern. Das ist nun gelungen, indem man die innenliegenden Stahlüberbauten ersetzt und eine Betonplatte dort einsetzt. Dazu müssen aber dann auch Teile ausgetauscht werden, um die Lasten aufzufangen. Das wird man später auch, wenn man unter dem Viadukt steht, sehen können. Und beim Geländer, auch da hat sie es erklärt, müssen technische und gesetzliche Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden, sodass da also eine Netzverfachung angebracht wird, damit niemand durch diese Räume durchfallen kann. Das wäre es soweit gewesen. Hier aus dem Studio
zum Tag des offenen Denkmals. Ich schaue mal in die Runde, ob wir schon Fragen im Chat haben. Wir haben keine Fragen im Chat. Das ist natürlich ein bisschen traurig, ein bisschen schade, aber offensichtlich, Frau Christein, waren Ihre Antworten und Erläuterungen ja so weit und tiefgehend, dass alle Fragen sich während Ihres Vortrags erledigt haben. Wir können ja noch einen Augenblick warten. Vielleicht machen Sie auch Ihre Kamera dazu an, dass die vielen 100 Teilnehmer dieser Online-Konferenz Sie auch sehen können. Wir haben ja am Anfang der Präsentation von Ihnen auch ein kleines Bild gesehen. Frau Christein, Sie hatten es ja schon angedeutet, die Planänderung ist jetzt eingereicht. Können Sie schon ungefähr abschätzen, wie das so von den Genehmigungszeiträumen sein wird? Was schätzen Sie? Also ich meine, ich weiß, Sie dürfen dem Eisenbahnbundesamt, das ist ja unabhängig, und das prüft und kommt dann zu einem Ergebnis, wenn es zu einem Ergebnis kommt. Aber gibt es da Schätzwerte, Näherungswerte, von denen Sie wissen, dass Sie sagen, das Eisenbahnbundesamt braucht so ungefähr 1 bis 2 Jahre zur Prüfung oder 2 bis 3 Monate? Wie ist da Ihre Erfahrung? Ja, tatsächlich kann man hier vielleicht weniger von Schätzungen als von Hoffnungen ausgehen. Die Auslegung wurde im August beendet. Die Einwendungen liegen uns nunmehr zur Prüfung vor. Wir werden die Einwendungen in den nächsten Wochen fundiert beantworten und hoffen, dass wir dann möglicherweise bis Ende diesen Jahres unser Baurecht für die Ertüchtigung des Chemnitzer Viadukts erhalten werden. Aber wie schon eben gesagt, hier kann ich natürlich der rechtsgebenden Behörde, dem Eisenbahnbundesamt, nicht vorgreifen. Unabhängig davon aber ist ja auch Fakt, dass der erste Bauabschnitt, also die Ertüchtigung, der Neubau der 4 Übergänge und der 2 Haltepunkte, unabhängig davon läuft. Also die Arbeiten gehen voran, obwohl die Planänderung sozusagen für das Chemnitzer Viadukt noch in der Genehmigungsphase sich befindet. Genau, also die Arbeiten am ersten Bauabschnitt, die laufen. Die Schwierigkeit bestand oder besteht natürlich darin, die Schnittstellen mit dem sich anschließenden Chemnitzer Viadukt exakt abzustimmen. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, sei es die Trassierung der neuen Brücke, sprich die Gleise verlaufen ja dann nicht mehr, wie sie im Moment in Betrieb sind, auf dem stadteinwärtigen und dem daneben befindlichen Überbau, sondern wie Sie vorhin in der Präsentation gesehen haben, auf den mittleren beiden Überbauten. Das hat natürlich maßgebliche Auswirkungen auf rechts und links, bis hin zur Oberleitung. Also wir haben oder eine Vielzahl an Themen, die wir hier beachten müssen, bereits jetzt bei der Ausführung des ersten Bauabschnittes. Okay, ich schaue mal in die Regie, ob es mittlerweile Fragen gibt. Es gibt offensichtlich keine Fragen. Es scheint, dass alles, was wir bisher erläutert haben, was Sie erläutert haben, zur vollsten Zufriedenheit der Zuhörer und Zuschauer angekommen ist. Noch vielleicht der technische Hinweis, dass der Chat auf der Seite bis 16 Uhr auch offen ist, sodass, wenn Sie jetzt noch im Nachhinein, wenn Ihnen Fragen einfallen, dann durchaus in den Chat eintragen. Dann können wir, wenn wir um 16 Uhr von 16 bis 17.30 Uhr wieder hier sozusagen auf Sendung sind, können wir diese Fragen dann auch beantworten. Ich schaue jetzt mal in die Runde. Ich sehe gerade, es wird im Moment gerade eine Frage, deutet sich gerade an, aber der Nutzer, der die Frage schreibt oder Nutzerin, wir wissen es an dieser Stelle nicht genau, schreibt noch an der Frage, dann wollen wir in dem Moment diesen Augenblick dann auch noch abwarten und dann die Frage auch vorlesen. Also bis dahin erstmal, Frau Christian, vielen Dank. Als gebürtige Chemnitzerin mit diesem Projekt betraut, werden wir sicherlich in den nächsten Jahren zum Tag des Denkmals auch wieder mit Ihnen zu tun haben und Sie auch hier wieder treffen. Hoffentlich dann im nächsten Jahr wieder unter dem Denkmal, original. Jetzt sehe ich die Frage. Der Nutzer schreibt immer noch.
die Aufgabe jetzt des Moderators, diese Zeit zu überbrücken. Aber wir können doch vielleicht mal, Frau Köstern, wo Sie gerade hier sitzen, was war denn für Sie im Moment oder wenn Sie so zurückschauen in der ganzen Planungsphase auch der Moment, wo Sie gesagt haben, ja, das war toll, das war spannend, das habe ich so noch nie gehabt. Können Sie sich da an einen bestimmten Moment erinnern? Ja, natürlich ist die Brücke mit ihrer innerstädtischen Lage und der, ja, ich sag mal, Aufgabe, Ertüchtigung unter dem Rollenden Rad schon an und für sich eine spezielle Aufgabe. Ich habe unter dem Rollenden Rad bisher gebaut, ich habe innerstädtisch gebaut, aber dann diese Ertüchtigung in der Dimension, wo man muss sich ja vorstellen, man holt dann aus der Mitte heraus diese Träger, wird ausgetauscht mit neuen Trägern. Das ist schon nochmal eine Herausforderung für sich, innerstädtisch dort mit Kranstellflächen zu arbeiten, mit relativ wenig Logistikflächen. Sie müssen sich vorstellen, wir bündeln ja dann, wenn wir an dem Viadukt arbeiten, auf wenigen hundert Metern sämtliche Gewerke übereinander. Wir haben an den Fundamenten zu tun, wir haben am Stahlbau zu tun, wir haben Korrosionsschutzarbeiten durchzuführen, wir bauen ein Widerlager, ein Stück neu, möchte ich sagen, weil wir dort auch kräftetechnisch nicht hinkommen. Wir müssen das Fußgängertunnel neu abdichten, also dort eine riesengroße Erdbewegung wird dort anstehen. Wir haben Kabeltiefbau, wir haben Oberbau, wir haben Entwässerung zu leisten, wir haben die ganze Ausrüstung zu leisten, Oberleitung, LST und das eben alles auf wenigen hundert Metern konzentriert, ohne dass man den Firmen, sage ich mal, über einen längeren Bauabschnitt, wie wir es jetzt im ersten BA haben, über eine 2,8 Kilometer Strecke, dass ich den Firmen einen gewissen Ausgleich bieten kann, wenn es irgendwo mal nicht so weitergeht oder eine andere Firma erst Arbeiten leisten muss. Das wird hier tatsächlich von der Logistik her mit eines der größten Herausforderungen, dass sich alle Gewerke auf wenigen hundert Metern drängen und ja, dann irgendwann auch nahezu zeitgleich tümmeln werden. Ja, das heißt, wir werden auch in den nächsten Jahren zum Tag des offenen Denkmals spätestens, ja, genau, nochmal das Mikrofon ausmachen, Dankeschön. Das muss man vielleicht den Zuhörern, Zuschauern in dieser Webkonferenz auch erklären. Wir sitzen uns hier gegenüber, jeder mit seinem eigenen Bildschirm, mit seinem eigenen Laptop und mit eigenem Mikrofon. Und dann muss man immer das Mikrofon ausmachen, wenn der andere spricht, damit man sich nicht gegenseitig sozusagen ins Wort fällt. Aber jetzt wollte ich das noch versuchen, noch näher zu erklären. Also wir werden uns in den nächsten Jahren mit dieser dann auch damit auseinandersetzen in der Stadt Chemnitz mit erheblichen Bauarbeiten rund um dieses Denkmal. Und wir werden uns sicherlich dann auch nicht nur zum Tag des offenen Denkmals, der ja auch im nächsten Jahr stattfinden wird, sondern sicherlich auch in vielen anderen Bürgerinformationsveranstaltungen dann nochmal genauer austauschen darüber, was denn an Arbeiten einzeln geplant ist und wie die ausgeführt werden. Wir sehen jetzt, wir haben eine Frage von einem User 101, heißt er hier, der wissen möchte von Ihnen, was denn die Mehrkosten sind, die durch die denkmalpflegerische Ertüchtigung entstehen werden und sich im Übrigen auch für den interessanten Vortrag bedankt. Also können Sie etwas zu den Kosten und Kostensteigerungen sagen? Ja, zu den Kosten kann ich etwas sagen, die Kostenberechnung ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Wir befinden uns ja nach wie vor im Planungsprozess. Wir werden, die Richtung geht so, die Tendenz, dass wir Richtung 40, 50 Millionen ankommen werden, summa summarum, also mit sämtlichen Baubehelfen. Wir werden im Prinzip aus konstruktiven Gründen neben der Brücke nochmal eine Behelfskonstruktion ähnlich einer Brücke errichten müssen. Das kostet natürlich alles Geld. Was sich, sage ich mal, nicht
sagen lässt, sind die Mehrkosten, die daraus entstehen gegenüber eines Neubaus, was jetzt sich in der Frage hiermit versteckt, weil wir zum derzeitigen Zeitpunkt keine Basis für einen Vergleich für Neubaukosten rechnen. Das verbietet sich insofern. Wir haben 2018 die Planfeststellung erhalten, in der wir den Bauauftrag für eine Ertüchtigungsplanung für die Brücke erhalten haben und natürlich unsere Planungen auch nur in die Richtung laufen und damit auch die Kostenermittlungen. Daher können wir jetzt im Prinzip aus der Situation heraus keine Zahl benennen, die exakt die Mehrkosten gegenüber eines Neubaus beziffern. Also ganz klassisch, Frau Christein, der Blick nach vorne nicht, der Blick zurück, der Blick nach vorne jetzt in Richtung Planänderung, Genehmigung der Planänderung und dann auch Ertüchtigung des Denkmals. Ich schaue noch mal in die Regie, ob es noch Fragen gibt. Das scheint nicht der Fall zu sein im Moment. Dann denke ich an dieser Stelle, wenn keine Fragen mehr sind, können wir auch diesen ersten Live-Chat zum Tag des offenen Denkmals, zum Chemnitzer Bahnbogen, auch beenden. Wir danken für Ihr Interesse, Frau Christein. Ich danke Ihnen für den interessanten Vortrag.